Willkommen zu dieser Mittagssektion. Ich freue mich sehr, meinen Kollegen und unmittelbaren Büronachbarn Simon Kasper vorstellen zu dürfen, der auch mit dem Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg affiliiert ist und den Auftakt für diese dialektologisch-variationslinguistische Sektion machen wird. Ja, vielen Dank. Ich verfolge zwei Ziele mit meinem Vortrag, und zwar möchte ich Ihnen erstens aus meiner aktuellen Forschung eine besonders spannende Art von sprachlicher Variation vorstellen, nämlich Variation im Gebrauch attributiver Possessivkonstruktionen im Deutschen zwischen Dialekt und Standardsprache. Und zweitens möchte ich daran exemplarisch variationslinguistische Herausforderungen für ein Konstruktikon des Deutschen vorführen. Ich werde zunächst ganz kurz begriffliche Klärungen zur Konstruktion und dem Konstruktikon vornehmen. Der Schwerpunkt wird dann aber allerdings auf der variationslinguistischen Analyse der Konstruktionsfamilie der sogenannten attributiven Possession liegen, und zwar auf Basis aktueller Daten von Erhebungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Und diese Analyse betrifft drei Variationsdimensionen, und zwar die Variation im Raum, die Variation zwischen Sprechlagen oder Varietäten und die Variation darin, was diese Konstruktionen bedeuten. Und die Ergebnisse möchte ich dann nutzen, um Desiderate für den Aufbau eines Konstruktikons des Deutschen zu benennen. Ich beginne mit dem Begriff der Konstruktion. Was meine ich damit? Eine Konstruktion besteht aus einer sprachlichen Form und den Konzepten und Gebrauchsbedingungen, mit denen sie assoziiert ist. Das ist bekannt, diese Paarung aus Form und Inhalt wird als mentale Repräsentation begriffen, die über Kategorisierungsaktivitäten und Abstraktionsprozesse aus dem konkreten Sprachgebrauch gewonnen werden. Und dabei sind Faktoren wie die Häufigkeit von Äußerungen und Äußerungsmustern entscheidend, aber auch das, was ich ihre perzeptive Salienz und handlungsbezogene Pertinenz nenne. Die zentrale Eigenschaft von Konstruktionen ist, dass sie form- und inhaltsseitig zu verschiedenen Graden komplex und schematisch sein können, wie beispielsweise hier die Konstruktion mit dem sogenannten possessiven Dativ. Die habe ich hier abstrakt abgebildet, und so eine Konstruktion würde sich bilden, wenn konkrete Äußerungen wie zum Beispiel der Tina ihre Brille nur häufig genug im Sprachgebrauch vorkommen. Damit sind wir auch schon bei der Konstruktionsfamilie der attributiven Possession oder auch adnominalen Possession. Diese Konstruktionsfamilie besteht aus einer ganzen Reihe von Konstruktionen, die auf der sprachlichen Formseite eine komplexe Nominalphrase und auf der Inhaltsseite Possession im weiteren Sinne aufweisen, also sowas wie eine schematische Bedeutung, Possessor besitzt Possessum haben. Hier sehen Sie auch schon die wichtigsten Konstruktionen, die die Konstruktionsfamilie enthält. Ich habe hier pränominalen und postnominale Genitivkonstruktionen aufgeführt, Tinas Brille, der Arm des Krans, die häufige Von-Konstruktion, die Brille von Tina, das Kompositum, der Puppenfuß, und zuletzt eine Konstruktion, die für heute dann besonders wichtig werden wird, die Konstruktion mit dem possessiven Dativ vom Typ der Tina ihre Brille. Und diese Konstruktion gilt als, anders als die übrigen hier genannten, als nicht standardsprachlich. Und damit sind wir beim noch jüngeren Begriff des Konstruktikons. Es gibt einen Konstruktikon-Begriff, der sozusagen das konstruktionsgrammatische Pendant zum strukturalistischen Langue-Begriff darstellt. Aber daneben hat sich ein mehr empirisch orientierter zweiter Konstruktikon-Begriff etabliert, nämlich der eines Diktionärs oder Repositoriums, in dem die Konstruktionen einer Einzelsprache dokumentiert werden. Ich habe das hier schon mal in Form einer Datenbankstruktur angedeutet. Und der Ort, an dem diese Konstruktionen gefunden werden können, die in diesem Konstruktikon dokumentiert werden sollen, das sind natürlich sprachliche Korpora, in denen der Sprachgebrauch, aus dem sich das individuelle Sprachwissen speist, der abgelagert oder konserviert ist. Mit anderen Worten, der Aufbau eines Konstruktikons des Deutschen ist in erster Linie ein korpuslinguistisches Projekt. Das ist der erste Punkt, auf den ich später wieder zurückkommen werde. Solche Konstruktika werden mittlerweile für einige Sprachen aufgebaut. Als Ziel wird dabei ausgegeben, dass ein Konstruktikon zur Entwicklung einer vollständigen Grammatik der betreffenden Sprache beitragen soll. Und das gelingt, wenn das Konstruktikon eine möglichst repräsentative Menge von Konstruktionen der Sprache erfasst und wenn dabei auch das grammatische Hintergrundwissen von SprecherInnen dokumentiert wird.
das den erfolgreichen Gebrauch dieser Konstruktionen ermöglicht. Und dieser Punkt ist der zweite Punkt, auf den ich nachher wieder zurückkommen werde. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt die Variation der attributiven Possession in den drei Variationsdimensionen demonstrieren und exemplarisch zeigen, warum sie eine theoretische und praktische Herausforderung für Konstruktikon-Projekte darstellt. Ich fange an mit den beiden Faktoren Region und Varietät oder Sprechlage. Der Variation im Deutschen gehen wir aktuell im Projekt regionalsprache.de nach. In diesem Langzeitakademieprojekt leite ich die Arbeitsgruppe, die die syntaktische Variation im gesamten bundesdeutschen Raum erhebt und analysiert. Und darunter befindet sich neben vielen anderen Variablen eben auch die attributive Possession. Wir erheben diese Daten mit Hilfe von Online-Fragebogen, die über die Redeseite verfügbar sind. Die Erhebungen sind noch offen, also Sie sind herzlich eingeladen, da noch teilzunehmen. Und hier ist auch schon eine typische Beispielfrage zur Variable attributive Possession. Es gibt wie bei allen Aufgaben einen lebensweltlichen Kontext, in dem die Referenten vorgestellt und ihr Possessivverhältnis vorgebahnt wird. Hier ist es so, dass jemand erkennt, dass ein gefundener Gegenstand zu einem Spielzeugkran gehört. Und dann folgt ein Arbeitsauftrag. Bitte ergänzen Sie die unten stehende Äußerung so, wie Sie in Ihrer vertrautesten Sprechweise sagen würden. Verwenden Sie dabei bitte die folgenden beiden Wörter. Und das sind hier Arm und Kran. Und die zu ergänzende Äußerung lautet: Ich kann dir sagen, was das ist. Das ist. Und an dieser Stelle können jetzt die Gewährspersonen tatsächlich jede komplexe Nominalphrase des Deutschen einsetzen, die Possession ausdrücken kann. Und alle Aufgaben zur Possession sind auf diese Weise aufgebaut. In den verschiedenen Aufgaben habe ich die semantischen Parameter der Wörter für den Possessor, hier Kran, und das Possessum, das ist hier der Arm, variiert. Ich werde auch gleich noch zeigen, wie genau. Die Konzepte Possessor und Possessum, die werden dann im Folgenden auch wiederkehren. Ein sehr wichtiger Punkt ist hier aber noch der Verweis auf die vertrauteste Sprechweise, in der geantwortet werden soll. In dem Fragebogenteil zu den Sozialdaten fragen wir nämlich unter anderem auch Folgendes. Wie haben Ihre Eltern mit Ihnen gesprochen, als Sie klein waren? Und zur Auswahl stehen hier Dialektblatt-Mundart gegenüber regional geprägter Alltagssprache und dem sogenannten Hochdeutsch. Diese Sprechweisen sind hier allgemeinverständlich charakterisiert, damit die Gewährspersonen damit auch das Gleiche meinen. Und daran anschließend stellen wir dann die entscheidende Frage: Welche dieser Sprechweisen ist Ihnen die vertrauteste, beziehungsweise welche davon sprechen Sie am sichersten? Und wir bitten dann die Gewährspersonen, die Syntaxfragen in dieser Sprechweise, die Sie hier wählen, zu beantworten. Wir können auch sagen, in der Varietät, die Sie hier wählen. So, wir haben nun diverse Fragen zur adnominalen oder attributiven Possession gestellt und dabei die Rollen des Possessors und des Possessums variiert. Ich zeige im Folgenden nur die Aufgaben, die für das, worauf es mir ankommt, als vertrauteste Sprechweise angegeben hat, daneben von denen mit regional geprägter Alltagssprache und rechts mit dem sogenannten Hochdeutsch. Und bei der Gruppe Dialekt erkennen wir, dass der possessive Dativ in Rot, also dem Tobi sein Fuß, die dominierende Variante im Mittel- und Oberdeutschen ist und im Niederdeutschen. Da gibt es bekanntlich nur noch eine sehr schmale Dialektbasis. Hier haben wir entsprechend kaum Antworten, also zum jetzigen Zeitpunkt. Die Erhebung läuft ja noch. In der Gruppe regional geprägte Alltagssprache finden wir dann im Mittel- und im Oberdeutschen ebenfalls sehr viele possessive Dative, daneben aber auch viele Von-Konstruktionen in Blau, der Fuß vom Tobi, und im Mittel- und Niederdeutschen auch zahlreiche Genitive in Grün, Tobis Fuß. Und in der Gruppe Hochdeutsch dominiert die Genitivkonstruktion. Aber auch hier finden wir die possessiven Dative, aber am wenigsten häufig hier. Die sind aber wohlgemerkt immer noch da und das im sogenannten Hochdeutsch. Schauen wir uns im Vergleich dazu die Beziehung von Fuß und Puppe an. In der Gruppe Dialekt sind nun die possessiven Dative in Rot, der Puppe ihr Fuß also, sehr viel weniger. Dass sie überhaupt verwendet werden, ist schon erstaunlich, denn gemeinhin gilt, dass der Possessor eigentlich belebt sein muss, damit der possessive Dativ als Ausdrucksvariante hier zur Verfügung steht.
Wir finden jetzt auch entsprechend mehr von Konstruktionen in Blau, der Fuß von der Puppe. Und in der Gruppe regional geprägte Alltagssprache setzt sich das fort. Weniger possessive Dative, mehr von Konstruktionen. Hier kommen jetzt auch die Genitive wieder dazu. Diesmal aber postnominale, der Fuß der Puppe. Und in der Gruppe Hochdeutsch werden die possessiven Dative nun ganz selten. Genitive und von Konstruktionen in Grün bzw. Blau dominieren hier deutlich. Jetzt schauen wir uns auch noch eine letzte Beziehung an. Und zwar die Kombination aus Arm und Kran. Und hier sehen wir jetzt nur noch vereinzelte Konstruktionen mit possessivem Dativ in Rot, also dem Kran sein Arm. Und wir finden sie in der Gruppe Dialekt und regional geprägte Alltagssprache in der Mitte und im Süden. Wir finden ein paar Komposita in Rosa, der Kranarm, und in der überwältigenden Mehrzahl von Konstruktionen in Blau, der Arm vom Kran, primär in den Gruppen Dialekt und regional geprägte Alltagssprache. Und in der Gruppe Hochdeutsch sind außerdem Genitivkonstruktionen vom Typ der Arm des Krans verbreitet. Fassen wir das schon mal zusammen. Genitivkonstruktionen sind in der Gruppe Dialekt nahezu abwesend. Das ist auch zum Hochdeutschen hin nehmen sie dann zu. Dass die geschriebene Standardsprache ist auch historisch die Kerndomäne. Die Konstruktion mit dem possessiven Dativ ist, wie man weiß, primär und originär eine dialektale Konstruktion. Wir können jetzt aber sehen, und das ist neu, dass sie im Mittel- und Oberdeutschen über die regional geprägte Alltagssprache allmählich in das sogenannte Hochdeutsch eindringt, und zwar entlang eines Pfads. Nämlich am stärksten dringt sie in die höheren Sprechlagen ein, wenn der Possessor Tobi ist, viel weniger stark, wenn der Possessor eine Puppe ist und nur vereinzelt, wenn der Possessor ein Kran ist. Und die Von-Konstruktion ist überall und in allen Sprechlagen gebräuchlich. Ihre Verwendung ist aber ebenfalls gestaffelt. Am häufigsten wird sie mit dem Possessor Kran verwendet, dann immer noch häufig mit dem Possessor Puppe und weniger häufig mit dem Possessor Tobi. Also die Skala von eben nur umgekehrt. Auch das ist neu. Im Hinblick auf die Idee und die Ziele eines Konstruktikons des Deutschen ergeben sich aus diesen Ergebnissen ein paar Fragen oder Herausforderungen und Desiderate. Sind zum Beispiel die Genitivkonstruktionen und der possessive Dativ geografisch und zwischen Sprechlagen, Varietäten eigentlich gleichermaßen oder unterschiedlich repräsentative Konstruktionen des Deutschen? Und welchen variativen Kriterien müssen Corpora eigentlich genügen, damit die in ihnen enthaltenen Konstruktionen als Teil des Deutschen oder Standarddeutschen gelten können? Und jetzt mehr als rhetorische Frage, ist nicht auch sprachgeografisches und sprechlagenbezogenes Sprachgebrauchswissen, wie das genannte, relevant für den erfolgreichen Gebrauch von Konstruktionen? Die übergeordnete Frage ist natürlich, welche Konsequenzen haben diese Ergebnisse für den Aufbau eines Konstruktikons des Deutschen? Man sollte dabei auch nicht vergessen, dass ich das an diesem Phänomen nur stellvertretend demonstrieren möchte. Kommen wir zum Faktor Interpretation. Mit der regionalen Variation und der Variation zwischen den Sprechlagen oder Varietäten geht nämlich auch Variation darin einher, was die Possessivkonstruktionen genau bedeuten. Und unsere Erhebungsmethode macht das meines Wissens zum ersten Mal systematisch sichtbar. Dafür müssen wir aber uns noch mal kurz das semantische Konzept der Possession etwas genauer anschauen. Wenn wir das tun, wird deutlich, dass Possession eine komplexe semantische Domäne ist, die sich aus mehreren spezifischeren Beziehungen zusammensetzt. Wir haben zum einen die Besitzrelation, die ich auch possessive Beziehung im engeren Sinne nenne. Dieses Konzept ist stark kulturell geprägt. Daneben gibt es aber auch experientiell basalere, also konkretere und verkörperte Beziehungen, aus denen sich die Besitzrelation speist. Das ist zum einen die ablative Beziehung oder Herkunftsbeziehung, zum zweiten eine meronymische Beziehung oder Teil-Ganzes-Beziehung. Es gibt auch noch weitere, die können wir hier aber übergehen, weil sie fürs Folgende nicht wichtig sind. Und diese Beziehungstypen bilden zusammen die semantische Domäne der Possession im weiteren Sinne. Die NP-Konstruktionen in unserer Konstruktionsfamilie sind jetzt Polysem. Das heißt, für jedes Token von ihnen stellt sich immer die Frage, welche konkrete Beziehung aus der Domäne der Possession drückt die jetzt eigentlich aus, wenn sie verwendet wird. Und unter dieser Sichtweise möchte ich jetzt die Ergebnisse der Syntaxerhebung noch mal kurz betrachten. Beginnen wir kurz mit der Von-Konstruktion.
Von Konstruktionen können in allen Regionen und in allen drei Varietäten drei verschiedene Beziehungstypen ausdrücken. Erstens eine ablative Beziehung, zum Beispiel der Arm vom Kran, paraphrasierbar als der Arm, der vom Kran stammt. Zweitens eine meronymische Beziehung, zum Beispiel der Stamm vom Baum, paraphrasierbar als der Stamm als Teil vom Baum. Und drittens eine Besitzbeziehung im engeren Sinne, die Brille von Tobi, paraphrasierbar als die Brille, die Tobi gehört. Durchgestrichene Beispiele stehen für nicht verfügbare oder stark markierte Lesarten. Jetzt kommt aber eine bestimmte Art von pragmatischer Inferenz, von Schlussfolgerung ins Spiel, die wir unter bestimmten Bedingungen anwenden, die mit der lexikalischen Füllung dieser Konstruktionen zu tun hat. Wenn nämlich in einer ablativen Beziehung zwischen dem Ding und dem Ort, von dem es herkommt, der Ort das Merkmal human hat, dann wird NP von NP nicht mehr als ablative, sondern als possessive Besitzrelation interpretiert, bei der der belebte Ort als Possessor und das Ding als Possessum fungieren. Also deshalb wird die Brille von Tobi nicht als ablative, sondern als possessiv, als Besitzbeziehung interpretiert, der Apfel vom Baum aber weiterhin als ablative Beziehung. Und das Gleiche gilt auch für meronymische Beziehungen. Wenn in der Beziehung zwischen Teil und Ganzem das Ganze das Merkmal human hat, wird NP von NP als possessive Besitzrelation interpretiert und sonst nicht. So ist das bei der Fuß vom Tobi, so ist es aber nicht bei der Arm vom Kran. Bei den Genitivkonstruktionen ist jetzt zweifelhaft, ob sie ohne kontextuelle Anreicherung überhaupt ablative Beziehungen ausdrücken. Beschränkt mich deshalb auf meronymische und Besitzbeziehungen. Und hier gilt schon die bekannte pragmatische Inferenz. Wenn das Ganze in einer Teil-Ganzes-Beziehung human ist, dann wird die Beziehung ohne Gegenevidenz als possessive Besitzrelation interpretiert. So ist das bei Tobis Fuß und die Brille des Mannes, aber nicht bei der Arm des Krans. Und jetzt kommen wir zur Datenlage bei der Konstruktion mit dem possessiven Dativ, auf die ich hinaus wollte. Und auf das, was in klassischen Erhebungen unsichtbar bleibt. Hier sehen Sie die relativen Anteile, die je nach lexikalischer Füllung auf den possessiven Dativ entfallen, mit den Beziehungen zwischen Arm und Kran, zwischen Fuß und Puppe und zwischen Fuß und Tobi und das Ganze getrennt nach Sprechweisen oder Sprechlagen. Man sieht hier, dass die Beziehungen zwischen Fuß und Tobi, das sind die blauen Quadrate, in der Gruppe Dialekt zu fast 70% aller Fälle mit dem possessiven Dativ ausgedrückt wird. In der Gruppe regional geprägte Alltagssprache nur noch zu 37% und der Gruppe Hochdeutsch nur noch zu 10%. Und wir sehen deutlich niedrigere Anteile des possessiven Dativs dann bei der Beziehung zwischen Fuß und Puppe in den grünen Kreisen, insbesondere in den Dialekten und in der regional gefärbten Alltagssprache und noch niedrigere Anteile der Konstruktion bei der Beziehung zwischen Arm und Kran. Das sind die roten Dreiecke. Und dieser Befund ist für sich genommen schon variationslinguistisch hochinteressant. Man kann darüber hinaus in den Daten aber noch erkennen, dass die Vorkommnisse des possessiven Dativs mit den Beziehungen Fuß und Puppe und Arm und Kran in den beiden höheren Sprechweisen fast ausschließlich im Mittel- und Oberdeutschen vorkommen. Außerdem zeigt sich, dass die Staffelung in den relativen Anteilen des possessiven Dativs zwischen den Beziehungen auch kein Zufall ist. Wir haben es mit den Possessoren Kran, Puppe und Tobi zu tun. Und diese drei Objekte, die rangieren auf verschiedenen Positionen auf der sogenannten Empathie- oder Belebtheitshierarchie. Das bedeutet, dass sie in aufsteigender Reihenfolge dem Selbst ähneln. Der Kran ist unbelebt und nicht anthropomorph. Die Puppe ist ebenfalls unbelebt, aber anthropomorph und Tobi ist human. Meine These ist, dass der possessive Dativ an der Empathieskala entlang, und zwar abwärts, grammatikalisiert wird, das heißt, die Konstruktion verliert semantische Restriktionen auf den Possessor. Zunächst war die Konstruktion noch auf echte Besitzbeziehungen mit humanen Possessoren beschränkt und im Folgenden wurde diese Restriktion aufgelöst und zwar an der Empathieskala abwärts. Aber, und das ist jetzt entscheidend, nur für manche mittel- und oberdeutsche SprecherInnen der Sprechweisen, Dialekt und regional geprägte Alltagssprache. Für Niederdeutsche eher nicht. Die Belege, die es in der Gruppe Hochdeutsch gibt, sind quantitativ mit Vorsicht zu genießen, aber sie entfallen dann ebenfalls auf den Mittel- und Oberdeutschen Raum. Das hat jetzt aber grundlegende Konsequenzen dafür,
was die Konstruktion mit possessivem Dativ bedeutet. In den Sprechergruppen regional gefärbte Alltagssprache und Hochdeutsch bedeutet die Konstruktion im niederdeutschen Raum nämlich nur Besitz im engeren Sinne. In den mittel- und oberdeutschen Gruppen regional gefärbte Alltagssprache und Hochdeutsch ist die Konstruktion aber polysem. Sie ist da nämlich so weit grammatikalisiert, dass sie in zunehmendem Maß auch eine meronymische Beziehung mit einem anthropomorphen Ganzen ausdrücken kann. Das war bei uns die Puppe. Und vereinzelt sogar schon mit einem nicht mal mehr anthropomorphen Ganzen. Das war bei uns der Kran. Und damit ergibt sich auch nur in den mittel- und oberdeutschen Gruppen die gleiche pragmatische Inferenz wie bei den Von- und Genitivkonstruktionen. Wenn in der meronymischen Beziehung das Ganze human ist, wird die Beziehung ohne widerstreitende Evidenz als Besitzbeziehung zwischen einem Possessor und einem Possessum interpretiert. Fassen wir das zum Faktor Interpretation nochmal zusammen. Wir haben gesehen, dass die adnominalen oder attributiven Konstruktionen größtenteils polysem sind und jeweils Basislesarten haben, die unter bestimmten lexikalischen Füllungen Inferenzen zu restringierteren Lesarten auslösen. Die Konstruktionen sind dabei unterschiedlich weit grammatikalisiert und die Konstruktion mit dem possessiven Dativ zeigt exemplarisch, dass die Polysemie der Konstruktion und damit auch die entstehenden Inferenzen im Raum variieren und in Räumen zwischen Sprechweisen variieren und umgekehrt. Ich denke, es steht außer Frage, dass die pragmatischen Inferenzen den erfolgreichen Gebrauch von Konstruktionen bedingen. Deshalb müssen sie, und damit meine ich Inferenzen allgemein, auch einen Ort im Konstruktikon haben. Und ebenso denke ich, dass die gezeigte Variation im Polysemiegrad von Konstruktionen zwischen den Varietäten und innerhalb der Varietäten zwischen Regionen es problematisch zu machen, von einem Konstruktikon des Deutschen zu sprechen. Und damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Simon, für den spannenden Vortrag, und damit eröffne ich die Diskussion zum Simon-Walm-Vortrag. Ja, vielen Dank, Alexander. Nachdem Simon seinen Vortrag. Lieber Simon, ganz herzlichen Dank für das Plädoyer für ein varietätenspezifisch sensitives Konstruktikon, wenn man denn im Singular sprechen kann. Denn das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Und heute früh hatten wir über die Netzwerkmetapher gesprochen, die es uns nicht ganz einfach macht, mit solchen varietätenspezifischen Ausdifferenzierungen gut umzugehen. Ergänzt neben Raum gern noch Zeit. Also das heißt, wie sich eine bestimmte Varietät oder eine Varietätenschichtung entwickelt. Gerade im norddeutschen Raum ist das sehr, sehr spannend. Und wir sind, glaube ich, gut daran beraten, solche parallelen Modellierungen nicht nur zuzulassen, sondern so lange zu fördern, bis wir eine gute Metapher dafür haben, was ein Konstruktikon sei. Also Hans und hat zum Beispiel das Universum vorgeschlagen. Ja, das ist auch wieder so. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir da an einem Punkt angelangt sind, wo wir, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis davon haben, worüber wir sprechen, wenn wir über Varietätenspezifik reden. Von drei Länderecken und Mehrsprachigkeit und Bilingualismus noch gar nicht gesprochen. Ja, ganz herzlichen Dank. Okay, willst du noch reagieren, oder? Ja, ich glaube zumindest die Regionalität und die Dimension Zeit könnte man relativ leicht abbilden, indem man die Konstruktikon-Einträge einfach damit indiziert. Und wenn man dann, da kann man tatsächlich auch Sprachwandel, wenn man eine Masse oder Menge an Daten hat, die dazu ausreicht, kann man Sprachwandel tatsächlich dann auch im Konstruktikon nachverfolgen. Das wäre sozusagen eine Langzeitvision. Okay, Thilo Weber. Hier geht es ja um ein Konstruktikum des Deutschen oder von Varietäten des Deutschen als so eine Art Modell, oder vielleicht man kann sich das als Datenbank oder irgendwie vorstellen. Das wird doch immer sozusagen das Ergebnis einer Abstraktion sein. Also, und was sozusagen
psychologisch, kognitiv real ist, das sind ja die mentalen Konstruktika der Sprecher. Also das ist, das heißt, im Grunde genommen ist doch die Frage, die Sie aufwerfen, dann sozusagen praktisch ist. Eine praktische Frage, und man kann die, je nachdem für unterschiedliche Zwecke, die man ins Auge fasst, unterschiedlich beantworten, ohne dass man sagen kann, so muss es gemacht werden oder das ist die richtige oder vielleicht auch nur die beste Version. Also das wäre meine Frage. Klar, also ich gucke da jetzt auch mit einem spezifischen Sprachwandelinteresse und variationslinguistischen Interesse drauf. Und aus dieser Perspektive, denke ich, muss man schon mal darauf aufmerksam machen, dass was da an Abstraktion, an Idealisierung und Homogenisierung in so ein Konstruktikon im Moment reingefüttert wird, darauf darf man ruhig mal aufmerksam machen. Und man muss eigentlich bedenken, dass jede Instanz eines Sprachgebrauchs mindestens in diesen Dimensionen hier variiert und verortet werden muss. Ja, das heißt, man könnte praktisch bei jedem Konstruktikon-Eintrag von einem Beleg, den man da jetzt einfüttert, könnte man auf jeder dieser Dimensionen eine Indizierung vornehmen, rein potenziell. Und dass jede Suggestion von Variationsfreiheit schon eine Idealisierung ist. Und wenn man das tut, dann kann man auf einem ganz anderen Niveau, als das jetzt möglich ist, eine konstruktionsspezifische Sprachwandelforschung betreiben, weil man sich ganze Konstruktionsfamilien in der Zeit anschauen kann, wie die sich in der Form-Inhaltsbeziehung und auch in ihren Gebrauchsbedingungen entwickeln. Und das wäre die Vision. Okay, wir haben zwei weitere Wortmeldungen. Zuerst Marc Felf, dann Alexander Ziem. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre, ob auf der Bedeutungsseite der Konstruktion auch sowas wie Figur-Grund-Relation eine Rolle spielt. Denn der adnominale Dativ hat ja bei der grammatikalisierten Variante gegenüber dem Genitiv ein umgekehrtes Verhältnis. Wäre das Teil der Modellierung als Variationsparameter oder eher nicht? Potenziell ja. Jetzt hier hat das ganz forschungspraktische, eine ganz forschungspraktische Bewandtnis, dass ich diesen Faktor hier nicht mit beachte, weil ich für jede Aufgabe zu diesem Phänomen praktisch den gleichen Aufbau brauche. Das müsste man dann in einem anderen Set von Aufgaben kontrolliert miterheben. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der mitentscheidend für die Variation ist, weil da klar ist, da gibt es Definitheitsbeschränkungen, Figurgrund und so weiter. Aber das habe ich hier in den Aufgaben jetzt konstant gelassen, ja, damit ich die miteinander vergleichen kann. Aber in anderen Erhebungen müsste man das dann ebenfalls erheben. Simon, wir hatten darüber ja schon in verschiedenen Kontexten geredet. Vielleicht hier nochmal der Punkt, der dir so wichtig war. Es ist natürlich in der praktischen Umsetzung immer die Diskrepanz zwischen dem Möglichen und dem Machbaren. Du bist sozusagen jetzt gerade, hast das Tableau des Möglichen ganz gut entfaltet. Und ich denke, man muss dann schlicht entscheiden, was wirklich machbar ist mit Blick auf die Ressourcen, die man reinstecken kann und reinstecken will. Als Vision ist das natürlich großartig. Ich fürchte nur, dass wir da eine Mannschaft bräuchten, die gigantisch groß ist und Ressourcen, die noch größer sind. Das zum einen, und als Richtwert kann man natürlich immer sich die Zielgruppe vor Augen führen, die man da anvisiert, den Adressatenkreis. Und der entscheidet natürlich ein Stück weit mit, was zunächst primär reinkommen kann und was nicht. Dass alles reinkommen sollte, ist, denke ich, außer Frage. Wenn das ein praktischer Zweck ist, mit Fremdsprachen Nutzungsrelevanz, ist, denke ich, der Kreis des Möglichen nochmal ganz anders zu ziehen, als wenn beispielsweise es eine Dokumentation von einem Sprachstand in einer bestimmten
Region oder mit Abbildung von Regionen angeht. Ne? Also das ist, denke ich, ein Punkt. Und der dritte und letzte Kommentar. Wir haben ja Vorbilder. Es ist ja nicht so, als würden wir von Null anfangen. Im Grunde genommen ist ja das, was da an vielen Fronten getan wird, beim Aufbau von Constructica nichts anderes als eine Überführung von Printressourcen in die neuen Möglichkeiten der digitalen Darstellung, ne? Mit allem, was natürlich in Printformaten nicht ging. Und es ist ja nicht so, als gäbe es da nicht schon auf allen Ebenen genug Referenzwerke, auf die man sich beziehen könnte, die ja auch weitgehend entweder hybrid sind und alles abbilden mit Indizierung oder das tatsächlich trennen. Ne? Also letztlich bleibt es, glaube ich, eine Spannung zwischen Möglichen und Machbaren. Ja, und da möchte ich nochmal betonen, das ist auch nicht nur eine unrealistische Vision, es hat auch einen kritischen Aspekt, und zwar eben darauf aufmerksam zu machen, dass das Standarddeutsche, das man jetzt im Konstruktikon findet, eine methodische Konstruktion ist. Ja. Und deshalb ist das nicht nur eine unrealistische Vision, sondern auch ja, der Hinweis, dass man praktisch auch kritisch damit vielleicht einen Umgang finden muss. Wie man das jetzt genau macht, da muss man nochmal gucken. Ja, aber okay, vielen Dank. Das war eine zeitliche Punktlandung.